Heute waren wir wieder Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag, wie fast jeden Tag zurzeit. Meine drei Kernpunkte, alle drei einigermaßen skandalös. Die Staatsregierung hat den Bayerischen Landtag und die Öffentlichkeit fast 3 Jahre nicht informiert, dass es sehr viel teurer wird und sehr viel länger dauert. Begründung, die wir heute gehört haben, man wollte den Landtag nicht verwirren. Stattdessen hat man auf konkrete Anfragen tatsächlich nachweislich falsch geantwortet, den Landtag belogen. Und wie kommt eine Staatskanzlei dazu, dass die zweite Stammstrecke im damals anstehenden Bundestagswahlkampf 2021 kein Gewinnerthema sei? Das ist missbräuchliche Verwendung von Staatsbeamten für Parteipolitik. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich halte das für einen politischen Skandal. Das Betriebskonzept, mit dem man die Stammstrecke ursprünglich geplant hat, war überhaupt nicht fahrbar. Die erste Planung, völliger Dilettantismus.